Theo Koll ist für uns in Barcelona. Theo, hinterlassen diese Demonstrationen denn bei den Separatisten Wirkung? Also bei den Hardlinern nachweislich nicht. Der katalanische Präsident hat ein Interview gegeben heute Abend, das noch nicht ausgestrahlt ist, aber nachher im Regionalprogramm ausgestrahlt wird, in dem er gesagt haben soll, dass er auf jeden Fall die Unabhängigkeit verkünden wird. Das sei so im Referendumsgesetz vorgesehen. Beide Seiten berufen sich ja auf demokratische Grundlagen. Die Katalanen, die unabhängig sein wollen, sagen, das sei das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die, die für die Einheit Spaniens sind, sagen, berufen sich auf den Rechtsstaat und die demokratische Verfasstheit. Also der Tag heute hat wirklich allen vor Augen geführt, wie tief der Riss durch die Gesellschaft geht und wie notwendig Kompromisse hier wären. Wonach es ja irgendwie nicht aussieht, denn auch Rajoy, dann, also die spanische Zentralregierung, bleibt ja bei einer harten Linie. Absolut. Also Rajoy hat auch noch mal klar gemacht, dass er keinen Schritt zurückweichen wird. Rajoy ist Jurist. Sein Vater war Jurist, sein Großvater war Jurist. Er denkt in juristischen, in rechtlichen Kategorien. Für ihn ist diese Unabhängigkeitsforderung einfach illegal. Punkt. Und es fehlt ihm eigentlich das politische Handwerk, um da weiterzukommen und um Kompromisse mit den Katalanen zu erarbeiten. Also insofern steuert hier im Moment alles auf einen Zusammenstoß dieser beiden Seiten hin. Danke, Theo, für diese Analysen aus Barcelona.